Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu The Nightfall. Ja, in der letzten Folge hat unser Mann uns versucht, erneut anzurufen, aber irgendwas hat uns abgehalten, ans Telefon zu gehen. Und dann haben wir in der letzten Folge diesen Zettel gefunden mit dieser unbekannten Nachricht, dass er uns kontrollieren kann, unsere Beine kontrollieren kann, unsere Arme kontrollieren kann. Wir müssen dafür nur genug Angst haben. Und das ist in der letzten Folge auch passiert. Das Telefon hat geklingelt, wir konnten aber nicht rangehen, weil, wie gesagt, uns irgendetwas daran gehindert hat. Dann hat unser lieber Mann auf den AB gesprochen und er macht sich, glaube ich, mittlerweile auch schon Sorgen, weil wir uns nicht gemeldet haben. Und ja, ich bin echt mal gespannt, wie es ausgeht. Dann haben, ja, wie gesagt, hier waren wir in der letzten Folge, haben die Notiz gefunden. Und ja, weiß nicht, was jetzt als nächstes passiert. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr merkwürdig. 12 Uhr ist natürlich eine Top-Uhrzeit für Geisterstunde. Und dieser Affe hier, der sieht aus sehr, ja, sehr friedvoll aus, muss ich sagen. Mit seinen spitzen Zähnen und naja. Ist mittlerweile nicht mehr so lustig. Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Oh, dann nimm halt neue. Ach komm. Zumindest wissen wir, dass sie da liegen. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht noch mal runter. Und gehen mal da rein. Da waren in der letzten Folge die Dinger aufgebaut, die ganzen Bücher. Wir sind jetzt wieder im Regal, liegen aber auch alle teilweise kreuz und quer. Ah, ich dachte schon, das wäre vielleicht irgendwie ein Schlüssel oder sowas. Schade. Nee, es war nur eine Kerze. Na gut, dann gehen wir nochmal ins Wohnzimmer. Da waren ja in der letzten Folge auch nochmal neue Puppen. Alles klar, die Puppe hier ist neu. Sieht sehr friedvoll aus, muss ich sagen. Und die Puppe hier, ja. Tropft es da was? Eigentlich ja nicht. Ich glaube, das kam aus dem Keller, beziehungsweise aus dem. Ich meine, das Ding hat sich. Hä? Hat sich gerade angehört wie ein Fahrrad, ich weiß es aber nicht. Komisch. Da ist noch eine Diskette. Okay. Immer noch zu. Wir können ja eigentlich auch mal die Disketten angucken. Die sind vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Muss ich nur mal kurz schauen, wo die waren. Ich glaube, die waren oben. Oder Disketten? Ja, die waren oben bei dem PC, genau. Vielleicht auf den Disketten auch noch mal irgendwas drauf. Hallo? Na, hier war es nicht, hier war es. In dem Raum hier. Oh nein, Joey ist schon wieder aus Oh. seinem Käfig abgehauen. Ich hoffe, ich finde ihn schnell wieder. Natürlich. Triage. Was waren das für eine? Triage. Die da? Boah, Leute.
Oh, macht mich nicht fertig, ey. Der PC aus. Die Musik kann ich jetzt gar nicht leiden. So, jetzt dürfen wir wieder Sherry suchen. Also Molly, wie gesagt, der Hund. Sherry ist dieser komische Hamster. Oder was das da sein soll. Keine Ahnung, wo der sich wieder versteckt. Da kann er wieder überall sein. Ah. Letztes Mal war er im Kühlschrank. Hat wahrscheinlich Hunger bekommen. Gut, wir können uns ja erstmal oben umsehen. Also hier ist, wie gesagt, ist er nicht mehr. Dann können wir uns mal hier umsehen. Da gibt es ja auch noch Schränke massig. Ansonsten gibt es hier keine Schränke mehr. Okay, hier ist er nicht. Das Licht lassen wir lieber mal an. Okay, drüben waren wir schon. Da kann er wahrscheinlich nur unten sein. Also ich vermute es mal, dass er wieder irgendwo unten rumrennt. Weil er sich versteckt hat. Keine Ahnung. Hier gibt es auch keine Möglichkeiten. Wohnzimmer ist ziemlich groß. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich verstecken kann. Aber naja. Aber diese blöden Puppen, ey, die gehen mir voll auf den Sack. Ich brauche ein Spielmodul, Ja, um ist es zu okay. benutzen. Was ist denn Spielmodul? Was ist das? Achso, das war ja dieses Video-Game-Spiel, Geräte von ganz früher. Hier scheint es auch kein Sherry zu sein. Läuft doch wieder irgendjemand. Oh, Lungs. Also wie gesagt, letztes Mal war er in der Küche. Nein, oder? Oh Gott, wie ekelhaft. Oh Gott, nein. Oh nö. Oh Leute, muss das sein? Einfach ein Tier töten, ey. Ernsthaft? Das kann ja nur wirklich gar nichts dafür. Alles klar. Ah. Oh nö, ey. Das kleine Haustier kann da gar nichts dafür, ganz ehrlich. Das finde ich jetzt scheiße. Was willst du? Gib mir lieber meinen Hamster zurück, du Vogel. Glaub's hackt. Oh. Ne, ich dachte, wer. Echt jetzt, das finde ich gar nicht lustig. So ein Scheißkerl. Steckt meinen geliebsten Hamster einfach in die Mikrowelle. Ich glaub's hackt, hey. Boah, du Sackgesicht. Ohne Scheiß. Weiß gar nicht, ob man das verhindern hätte können, dass der explodiert ist oder keine Ahnung. Aber ich vermute es mal nicht. Alter! Ich spiel hier keine Spielchen mit mir, ich sag's dir. Mach's fertig. Ich glaube, ich spinne. Naja, einen großen Gefühlsausbruch hat die ja nun wirklich auch nicht bekommen bei dem Hamster. Mein klar, sie hat sich zwar erschrocken, aber ja, was soll ich sagen? So war ja eigentlich dann mehr oder weniger egal, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich weiß es nicht.
geht hier ab? Gar nichts. Cool. So, irgendwo läuft wieder ein Wasserhahn. Dass man tierisch auf den Sack geht. Hier oder was? Schluss. Sprich mit mir oder lass es. Oh Gott, Jerry, du bist hier. Was? Aber wenn du hier bist, was ist dann in der Mikrowelle? Ach so, der ist gar nicht gestorben. Ja, Gott sei Dank. Hey. Also, es wäre schon ein bisschen krass gewesen, finde ich. Also ich weiß ja nicht. Ein Zettel. Könnte es einen Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Harrison geben? Schon damals wurden Kinder mit Spielzeug und Süßigkeiten gelockt. Wenn das nicht geholfen hat, griff der Täter zu drastischeren Maßnahmen und bedrohte die Haustiere, was die Kinder zwang, in den Eiswagen zu steigen. Sie liebten ihre Tiere so sehr. Als die ersten Eltern der Opfer dem Mörder auf die Spur kamen, tötete er auch die Erwachsenen. Wurde nie gefasst. Seit 4 Jahren keine weitere registrierte Tat. Hm. Ja. Jetzt ist er wieder aktiv, wie es aussieht. So, 12:30 haben wir jetzt. Leute, es steigert sich langsam, kann ich sagen. Es steigert sich langsam.